Hier wimmelt es nur so von der Saat. Was ich vorhin in der Station gespürt habe. Wartet. Ihr seid von der Station? Mist! Vielleicht gibt's den Weihnachtsmann ja wirklich. Ja, sie ist nicht weit von hier. Aber der Weg nach unten ist eingestürzt. Wir müssen einen anderen Weg rausfinden. Alles klar, und los geht's. Zum Glück ist das vorbei. Das sieht nicht gut aus. Heilige Scheiße! Die Holzmonster wissen, dass sie verloren haben. Aber sie werden nicht einfach so aufgeben. Großartig, das wird ja mal besser. Hey, alles okay? Nicht schlecht geschossen, Fremdling. Ja, ich hatte etwas Übung. Das glaube ich. Aber keine Sorge, die Station ist sicher. Sicherer. Also, echt jetzt? Nahrung und Wasser? Und Leute, die mit einem alten weißen Typen abhängen? So ungefähr. Hey, hey, warte. Lass mich dir etwas Wasser holen. Okay. Oh, das sieht mir nach Saatfäulnis aus. Aber ich habe noch nie einen so üblen Fall gesehen. Mir geht es gut. Wir müssen sie zur Station bringen. Und zwar schnell. Die Ärztin dort ist ihre einzige Chance. Wir sollten weiter. Und zwar bevor es dunkel wird.
verdammt. Das ist Riggler. Nenn mich Rix. Ich hab dich, Schätzchen. Keine Sorge, Fremdling. Wir kümmern uns gut um sie. Willkommen in Station 13. Hey, keine Sorge. Rix hat recht. Ihr wird's gut gehen. Geht es dir gut? Nur Kopfschmerzen. Hey, hey, Clementine. Du siehst nicht gut aus. Ich hol dir Wasser. Mir geht's gut. Nein, dir geht es nicht gut. Du brauchst Ruhe. Oh. Er ist der Bürgermeister der Station. Deshalb denkt er, dass er bei allem und jedem das Sagen hat. Hör mal. Ich werde mich bei Ford melden und mich dann ausruhen. In Ordnung? Ich habe schon viel Schlimmeres durchgemacht. Also, Fremdling. Deiner Freundin wird es gut gehen. Ich bin Bo Ward. Und das ist Station 13. Du musst weit gereist sein. Die Saat stirbt zwar langsam aus, aber die Straßen sind immer noch gefährlich. Was habt ihr beiden da draußen gemacht? Nun, hier wirst du sicher sein, solange es nötig ist, Fremdling. Ich wusste gar nicht, dass Leute Bescheid wissen, was wir hier machen. Irgendwie ist das nett. Hey, frag rum, wenn du etwas brauchst. Oh, fang bei Ford an. Er möchte dich sicher kennenlernen. Hey, du. Wie geht's? Hey, ich bin nur froh, dass wir euch rechtzeitig erreicht haben. Ihr habt ein Holzmonsternest gegen euch aufgebracht. So viele auf einem Fleck habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Schon irgendwie. Ich habe die alte Station bewacht. Das war so vor 20 Jahren. Ich habe hier und da ausgeholfen. Aber bevor Commander Ford starb, haben Sie und der Gründer mich quasi zum Anführer gemacht. Oh, vielleicht wollte sonst nicht... Oh, danke? Ich weiß auch nicht. Ich achte einfach auf mich. Gutes Essen, viel Schlaf und so. Commander Ford sagte immer, dass eine Anführerin sich um niemanden kümmern kann, wenn sie sich nicht erst um sich selbst kümmert. Ich versuche einfach gesund zu leben. Sie hat es vermutlich vom Gründer gelernt. Er ist seit Ewigkeiten dabei. Aber er selber ist nicht fürs Anführen zu haben. Schwer zu sagen. Die Kommandantin sprach immer von ihm, als wäre er gestorben, bevor ich geboren wurde. Das musst du ihn schon selber fragen. Aber er ist nicht wie der Rest von uns. Er hat viel gesehen. Sie ist seine Enkelin. Der Gründer war früher nicht oft hier, aber Commander Allen war wie eine Mutter für mich. Für uns alle in der alten Station. Es ist irgendwie unfair, dass sie vor ihm gestorben ist. Aber wenn unsere letzte Hoffnung stirbt, dann muss eine neue ihren Platz einnehmen, hat sie immer gesagt. Viele nette Leute hier. Sprich doch mit ihnen. Wenn du irgendwas brauchst, dann weißt du, wo du mich findest.